Wow, wow, wow. Dann hier in die Ecke stellen und einfach hoffen, dass wir es überleben, Freunde. So, den lassen wir erstmal hier liegen. Du kommst jetzt in den Knast, mein Freund. Yo, Leute, was geht? Heute gibt es auf jeden Fall wieder ein besonderes Video auf meinem Kanal. Und zwar werde ich euch nämlich heute eine neue Secret Location in dem Spiel Red Dead Redemption 2 zeigen. Denn wir werden heute nämlich das verschlossene Gefängnis betreten auf der Gefängnisinsel in dem Spiel. Das ist ja eigentlich ein Sperrgebiet und normalerweise kommt man in das Gefängnis auch nicht rein. Und höchstwahrscheinlich wird dieser Ort wahrscheinlich die erste Mission sein, die wir in Red Dead Online spielen. Aber es gibt auf jeden Fall eine Methode, wie ihr innerhalb dieses Gefängnisses reinkommen könnt. Und das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Deswegen, falls es euch gefällt, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Und Leute, lasst auf jeden Fall kostenlos ein Abo da, falls ihr keine weiteren Videos dazu verpassen wollt. Bevor wir allerdings mit dem Video starten, Leute, noch eine kurze Info. Und zwar habe ich nämlich neue Monitore erhalten von Asus Republic of Gamers. Hat mir nämlich zwei neue, richtig fresche Monitore zugeschickt. Und zwar nämlich den Asus ROG PG279Q. Vielleicht kennt ihr ja die Marke Republic of Gamers. Ist ja eine Marke von Asus, die an Gamer orientiert ist und wirklich richtig gute Produkte liefert. Und darunter habe ich mir auch einen ganz gezielten Monitor ausgesucht, weil mir ein paar Punkte sehr wichtig waren. Vielleicht kennt ihr es ja, ich habe damals so einen kleinen 22 Zoll Monitor gehabt. Die waren halt IPS und ich wollte auf jeden Fall auch nicht auf IPS verzichten. Dennoch einen Monitor haben, der über 60 Hertz unterstützt. Und genau dieser Monitor unterstützt das Ganze, Leute. Ich nenne euch mal kurz die Specs, die dieser Monitor hat. Also zusammengefasst das Ganze nämlich 2560 x 1440 Pixeln, also Quad HD, ist wirklich eine richtig krass heftige Auflösung. Das Ganze ist ein 27 Zoll Monitor, also man sieht es auf jeden Fall alles kristallscharf, kann ich nur sagen. Außerdem unterstützt dieser Monitor noch G-Sync, das heißt über 144 Hertz in Games, und ihr könnt ihn sogar bis zu 165 Hertz übertakten. Bei einem IPS Display hätte ich das niemals erwartet, weil die meisten IPS Display, die ich so kenne, unterstützen nur bis zu 60 Hertz, aber dieser Monitor von Asus unterstützt das Ganze. Und falls ihr euch jetzt fragt, Leute, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen IPS und einem normalen TN-Display? Also ihr kennt es ja vielleicht, für YouTube ist es ganz nützlich, so einen IPS-Monitor zu haben, wenn man so Photoshop ein paar Thumbnails macht, da einfach die Farbdarstellung viel, viel detaillierter ist und ebenfalls die Blickwinkelstabilität sehr, sehr gut ist. Aber an sich, Leute, ich finde diesen Monitor einfach richtig cool. Er ist höhenverstellbar, neigverstellbar, drehbar. Ihr könnt ihn sogar hochkant stellen, was einfach ein richtig cooles Feature ist. Aber ja, auf alle Fälle vielen, vielen Dank nochmal an Asus für die beiden Monitore, also für den PG279Q. Asus bietet allerdings noch eine große Variation an verschiedenen Monitoren und ich bin da ziemlich sicher, da wird auf jeden Fall etwas auch für euch dabei sein. Ob es ein Curved-Monitor, ein 4K-Monitor oder einfach so ein Breitbild-Monitor ist, also die bieten auf jeden Fall alles an. Deswegen, falls ich euer Interesse an den Monitoren geweckt habe, Leute, checkt den Link unten in der Beschreibung aus. Dort kommt ihr auf jeden Fall zu der Marke Asus Republic of Gamers. Also vielen, vielen Dank nochmal an Asus Republic of Gamers für die beiden Monitore. Es sind wirklich die heftigsten Monitore, die ich, glaube ich, jemals erlebt habe. Deswegen checkt sie auf jeden Fall mal aus. Vielen, vielen Dank nochmal an Asus und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video. Okay, Leute, wie ihr aktuell sehen könnt, sind wir jetzt hier an einer Küste und zwar nicht irgendwo, sondern tatsächlich in der Nähe von dem Sperrgebiet. Ihr seht hier definitiv die Insel, heißt Sisica Penitenciarty. Ich hab das wahrscheinlich so falsch ausgesprochen, dass es wahrscheinlich nicht mehr falscher auszusprechen geht. Ja, da werden wir uns jetzt hinbegeben und wir werden das Innere dieses Gefängnisses betreten, was wir weder in der Story gesehen haben, noch irgendwie Zutritt in dieses Gebiet haben. Deswegen gehen wir stark davon aus, dass man im Online-Modus dort spielen wird, weil die erste Mission wird ja ein Gefängnisausbruch sein. Bevor wir allerdings diesen Glitch bzw. diesen Trick ausführen, es gibt dafür zwei Methoden, müssen wir allerdings vorher 4 Cheatcodes eingeben und sie danach vereinzelt aktivieren, Leute. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal ein Boot gefunden. Ich werde euch jetzt mal kurz die Cheatcodes hier einblenden, die wir brauchen. Und ihr müsst wirklich diese Cheatcodes 1:1 genauso abtippen. Das ist Englisch. Ihr müsst wirklich die englischen Texte eingeben. Und das könnt ihr einfach folgendermaßen machen, indem ihr auf Einstellungen geht und dann Dreieck drückt zum Cheats eingeben. Und dann könnt ihr definitiv die Cheats eingeben. Die Cheats, die wir heute verwenden werden, ich habe sie euch gerade eingeblendet, heißen unbegrenzte Munition. Dann, dass wir unsere Gesundheit und so weiter alles wiederherstellen können. Dann brauchen wir einen Cheat für den Zirkuswagen, dass wir uns einen erstellen. Und wir sollten auch das Fahndungslevel verringern können, weil auf der Insel würden dann unendlich viele Soldaten spawnen und das wollen wir in diesem Video natürlich verhindern, Freunde. So, dann versuche ich jetzt einfach mal hier in dieses Kanu einzusteigen und dann betreten wir doch direkt mal die Insel. Sollte eigentlich relativ easy sein. Ich frage mich, irgendwie sieht diese Reflexion im Wasser voll komisch aus, als würde es regnen, aber es ist gerade nicht wolkig, sondern ein bisschen Nebel, aber ja. Wir waren ja schon einmal an diesem Ort. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Video, das ich euch gezeigt habe, wo wir versucht haben, das Ende der Map zu erreichen. Könnt ihr auf jeden Fall mal oben rechts abchecken, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Ich hoffe, dass es diesmal auch einfacher funktioniert, dass wir dorthin kommen. Die Wellen sind schon definitiv da. Ich weiß nicht, Rockstar hat es irgendwie so eingestellt. Wow!
Wow, Alter, was geht denn hier ab? Jetzt ist ja richtig neblig hier. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, was abgeht, aber wir bewegen uns noch. So, perfekt. Jetzt können wir nicht mehr speichern, aber das brauchen wir sowieso nicht heute. Wir wollen das nämlich First Try schaffen. Ihr wisst Bescheid, wir wollen das hier First Try schaffen. Ey, ich hoffe wirklich, dass er jetzt nicht ertrinkt, wenn ich darüber gehe, oder? Bitte sagt mir nicht, dass du ertrinkst, wenn du darüber gehst. Oh, boah, das war knapp so. Und jetzt sollten wir wirklich ein bisschen bedeckter unterwegs sein, weil wir haben jetzt ein kleines Problem. Wir müssen einfach jede Person erstmal ausschalten, wenn wir dann gleich gesucht sind. So, hallo, alles klar? Freut mich. Ah, Grüße gehen raus. So, Verbrechen gemeldet. Es geht jetzt also los, Leute. Die Action geht jetzt los. Tot oder lebendig. Und jetzt aktiviere ich einfach mal den Cheat, weil ich glaube, jetzt funktioniert es, ne? So, Fahndungslevel verringern. Ist aktiviert. Wir können auch gleichzeitig unbegrenzt Munition, ist auch aktiv. Das heißt, ich glaube, wir müssen nicht mehr nachladen. Kann das sein? Ah nein, es gibt nämlich zwei Methoden, wie ihr tatsächlich in dieses Gefängnis hineinkommen könnt. Normalerweise könnt ihr einfach gar nicht dort reinkommen. Ich blende euch mal eine Methode ein, wie ihr normalerweise reinkommen könntet. Und zwar müsst ihr nämlich auf diesen Turm rauf. Ich weiß nicht, wo der genauer ist. Wahrscheinlich hier auf der rechten Seite, da ist so ein Turm. Müsst ihr draufklettern und dann ganz präzise timen. Ihr müsst also einen Dynamit werfen, anzünden und dann über den Zaun springen und dann, wenn das Dynamit explodiert, seht ihr, wird der Charakter weggeworfen. Und das ist wirklich, sage ich mal an der Stelle, wirklich eine ziemlich schwierige Methode, weil man es einfach perfekt timen muss. Ich hoffe mal, wir überleben das Ganze jetzt einfach. Aber wir haben ja sonst die ganzen Cheats. Ne, wir müssen nicht nachladen, oder? Doch, doch, müssen wir. Oh! Leute, alles ruhig, alles cool. Wow, wow, wow! Okay, da kam aus dem Nichts. So, wir müssen uns wieder heilen, glaube ich. Alter, das scheint mir jetzt ein bisschen zu eskalieren. Vorsichtig, Freundchen. Ganz vorsichtig. Jetzt kommen halt wirklich alle Leute auf einmal. Was ist hier los? Bro. Bro. Bro, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Wir müssen wieder cheaten. So, jetzt haben wir definitiv wieder genug Ausdauer. Ich nehme einfach mal hier den Revolver. So, nice Schwan, nice Shot. So, da wollen wir nämlich jetzt gleich drauf kommen. Und übrigens, kurze Info, wir werden heute eine zweite Methode austesten, die meiner Meinung nach ein bisschen einfacher ist. Und ich hoffe mal, sie funktioniert auch im ersten Versuch. Und dafür werden wir ebenfalls Dynamit brauchen. Also auf der Map werden mir angezeigt, dass noch ein paar andere Offiziere hier sind. Aber wir sind definitiv jetzt schon am Ort des Geschehens angekommen. Und zwar müssen wir nämlich hier raufkommen, ne, hier raufklettern. Das Ganze ist natürlich nicht so einfach, deswegen müssen wir uns nämlich jetzt... Hallo? Willst du dich hier ranschleichen oder was? Nee, so läuft das bei uns nicht. So, jetzt brauchen wir nämlich eine Postkutsche, so eine Zirkuskutsche oder wie man das halt nennt. Und dazu brauchen wir halt jetzt den dritten Cheat, den Zirkuswagen. So, der wird jetzt spawnen. Und wir brauchen den halt deswegen einfach aus... Moment, da ist schon wieder einer, der Ärger macht. Wow, der Typ kommt ja richtig James Bond-like. Okay, ich habe keine Ahnung, was mit dem Typen falsch war. So, jetzt gehen wir auf den Zirkuswagen. Ach, da ist schon wieder einer oben. Der will schon wieder Stress. Ihr müsst jetzt einfach Folgendes tun. Ich sehe auf der Minimap zwar noch zwei Gegner, aber wir werden das ganz easy schaffen. So, ihr müsst jetzt nämlich die Kutsche so positionieren, wie ich im Video gezeigt. Kann man auch rückwärts fahren? Oh, jawohl. Die Pferde haben sogar einen Rückwärtsgang. Oh, oh. Ich hoffe, das passt jetzt. Sollte eigentlich funktionieren. So, jetzt klettern wir hier drauf. Und jetzt ebenfalls auch hier drauf. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig. Ich muss mir nochmal angucken, wie das Ganze funktioniert. Wir müssen nämlich jetzt tatsächlich Dynamit irgendwo platzieren, es anzünden und uns neben das Dynamit stellen. Und dann werden wir nämlich durch dieses Gitter durchbacken, weil wir können ja nicht einfach so hochklettern. Aber ich schaue mir das kurz an und dann sehen wir uns gleich. Okay, ich hab's mir gerade... Hä? Hä? Was? Was ist das? Da reitet einfach so ein Sheriff, ne? Als wäre nichts gewesen. Ich muss jetzt ungefähr abzählen. Wir müssten jetzt hier das Dynamit platzieren. Oh nein. Nein. Oh nein, nein, nein. Oh mein Gott. So, dann sollten wir das Dynamit einfach mal hier platzieren. Wir müssen jetzt wirklich darauf hoffen. Okay, anzünden, dann hier in die Ecke stellen und einfach hoffen, dass wir es überleben, Freunde. Oh, wir backen durch. Mit etwas Glück. Wir hatten jetzt erstmal kein Glück. Gut, dann müssen wir es nochmal ausprobieren. Hier hinstellen. Oh ja, es sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich glaube, so soll es sein. Sieht gut aus. Oh, oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind im Gefängnis jetzt angekommen, Leute. Wir haben den Glitch jetzt geschafft. Ihr habt es jetzt hier höchstpersönlich gesehen. Und jetzt können wir definitiv diesen Ort mal erkunden, weil da kommt ihr niemals rein.
Da kommt ihr normalerweise nicht rein und deswegen gehen auch, sage ich mal, zu 90% aller Leute von Red Dead Redemption 2, also die das Spiel spielen, gehen eben davon aus, dass die allererste Mission von Red Dead Online hier spielen wird. Denn es ist ja ein Gefängnisausbruch. Und warum sollte sich Rockstar die Mühe machen, das hier zu modellieren? Obwohl ich müsste jetzt, glaube ich, gar nicht wirklich nachhinterfragen, warum sie das detailliert machen sollen. Weil immerhin, ihr habt es am Mexiko-Glitch gesehen. Da ist eine komplette Map einfach vollständig modelliert und niemand kann diesen Ort eigentlich betreten. Da seht ihr es ja natürlich schon, wie viel Liebe zum Detail die Spieleentwickler bei diesem Spiel gemacht haben. Ich hoffe, das wird bei GTA 6 ebenfalls so sein. Jetzt versuchen wir mal reinzukommen, damit wir uns ungefähr ausmalen können, wie denn die geheime Mission aussehen wird, die wir in Red Dead Online dann uns anschauen. Wenn wir diese Insel ja verlassen müssen, dann muss es ja irgendwo noch einen Bereich geben, den wir betreten können. Ich versuche mal, jede Tür auszuprobieren. Oder Rockstar könnte definitiv wahrscheinlich eine Inneneinrichtung für eines dieser Gebäude erst dann machen mit dem neuen Update, wenn der Online-Modus wirklich draußen kommt. Ja, das Spiel geht nicht mal davon aus. Normalerweise, wenn da eine Tür ist, dann lehnt sich der Charakter daran an. Also die Entwickler haben da wirklich noch gar nichts geplant. Man sieht es einfach nur daran. So, aber die Tür lässt sich öffnen. Oh, man kann sogar runtergehen. Interessant. So, was ist denn... Hä? Okay, okay. Hier wird's abgehen. Hier sind wahrscheinlich die Gefängniszellen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich von hier aus da hochrennen müssen. Alter, die Tür hat mir richtig gerade Goosebumps gegeben. So, und dann habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, hier reinzukommen. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir eigentlich wieder raus, ne? Aber ihr müsst schon zugeben, Freunde, eigentlich ist dieses Video richtig ironisch, ne? Wer sollte darüber ein Video machen, wie man bitte schon in ein Gefängnis freiwillig reinkommt, ne? Wenn man das in Real Life so erzählen würde, Bro, ich gehe freiwillig in ein Gefängnis. Da hast du sonst keinen Zutritt. Das ist eher so umgekehrt. Die Leute, wenn die drin sind, wollen ja raus. Aber wir wollen heute rein, weil sie uns nicht reingelassen haben. So. Jawoll. Jetzt haben wir. Das ist der letzte Mann. So, den lassen wir erstmal hier liegen. Du kommst jetzt in den Knast, mein Freund. Oh mein Gott. Was? Wir haben den einfach mit dem Lasso gefangen. Von da oben. Aber das ist definitiv sehr, sehr cool gemacht. Ah, das könnte der Ausgang sein. Das da hinten. Wir probieren einmal runterzukommen. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt einfach so runterspringen, dann werden wir draufgehen, ne? Ich probiere mal mein Bestes, vielleicht irgendwo zu landen, wo wir nicht sofort draufgehen. So, Moment. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir gehen auf diese Box und mit etwas Glück. Ich muss nochmal meinen Cheat aktivieren. So, dann lege ich hier das Dynamit an. Wir zünden an. So, und jetzt springe ich auf den Karton, schnell, schnell, schnell. Hat super geklappt, klasse. Aber damit wir da auch wieder rauskommen aus diesem Gebäude, ihr seht diesen einen netten Typen, den müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen einheizen. Oh nein, jetzt brennen wir, nein, nein. Okay, wir werden es nicht überleben. Wasser, Wasser, Hilfe. Okay, das, ich glaube, das nennt man Karma. Das nennen wir wahrscheinlich Karma. Ja, Leute, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst definitiv einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Lasst auf jeden Fall auch kostenlos ein Abo da. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos solcher Art. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.